Frau Präsidentin, Herr Minister, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, zu der eben gehörten Rede nur so viel, ich habe keine einzige Idee, keinen einzigen Vorschlag gehört. Und wenn Sie mir erlauben, einfach eine Bitte. Zitieren Sie am besten nicht Kurt Tucholsky und nicht Einstein. Sie haben es beide nicht verdient. Sie haben es beide nicht verdient. Und deswegen jetzt aber zur Sache. Die Lage am Arbeitsmarkt im Herbst 2018, das heißt eine robuste Entwicklung, Rekordbeschäftigung, steigende Reallöhne, und das ist eine gute Nachricht für Sozialkassen und für die Rentnerinnen und Rentner. Aber wahr ist auch, diese gute Entwicklung in unserem insgesamt so wohlhabenden Land kommt nicht bei allen Menschen an. Und das ist die generelle Linie vieler Vorhaben dieser Regierung, dass wir wünschen, dass eine gute Entwicklung dieses Landes allen Menschen zugutekommt. Und das bedeutet zweierlei. Erstens, sich zu konzentrieren, passgenau auf die, denen es nicht gut geht. Und zweitens, und das sage ich sehr deutlich, genauso klar dazu, auch dafür zu sorgen, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung anhält. Denn nur dann kann sie allen zugutekommen. Insofern geht es immer um eine Einheit kluger Wirtschafts- und Sozialpolitik, Entwicklung von Wirtschaft, Wachstum und Beschäftigung einerseits und gezielte Zuwendung zu denen, die der besonderen Unterstützung bedürfen. Und da ist es in Wahrheit eben auch so, dass, wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen, die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist von 1,7 Millionen auf gut 800 Millionen gesunken. Also keineswegs so, dass all das, was hier kritisiert wurde oder die Entwicklung am Arbeitsmarkt überhaupt nicht Langzeitarbeitslosen zugute gekommen wäre. Aber wir haben jetzt einen verfestigten Kern von Langzeitarbeitslosen, denen wir mit einem gemeinsamen Kraftakt 4 Milliarden in den nächsten Jahren Chancen auf Arbeit geben wollen. Das ist eine gute Nachricht, dieses Teilhabe-Chancengesetz, für die vielen Menschen, die lange keine guten Nachrichten mehr vom Arbeitsmarkt erhalten haben. Meine Damen, meine Herren, und der entscheidende Gedanke wird sein, diesen Menschen individuell bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. Eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Studie der IAB über die Vermittlungschancen von Langzeitarbeitslosen weist noch einmal auf die unterschiedlichen Lebenslagen hin. Da ist die Alleinerziehende, die Kinderbetreuung sucht. Der Minister hat darüber gesprochen. Da sind gesundheitliche Beeinträchtigungen, körperlich, psychisch, Suchterkrankungen, da sind Qualifikationsdefizite. Individuell zu helfen, erhöht die Chancen. Und deswegen geht es bei zwei Instrumenten, eben bewusst um unterschiedliche Stärken, wenn Sie so wollen, von Arbeitsmarktferne. Aber es geht bei dem Konzept über das starke Element des Coachings, der Begleitung, auch der Vorbereitung. Auch das wird eine wichtige Aufgabe der Jobcenter sein, darum, wirklich konkreten Lebenslagen gerecht zu werden. Wir möchten, dass dabei besonders die Lage von Familien in den Blick genommen wird. Denn in der Tat sprach auch Minister Heil über die Herausforderung, dass Arbeitsmarktferne nicht gleichsam ein vererblicher Zustand wird. Und Teilhabechancen für Eltern bedeuten auch größere Chancen für Kinder, selbst den Weg in Ausbildung und Arbeit zu finden. Und deswegen ist der Blick für die Familie so wichtig. Und deswegen wollen wir auch, dass an den Schnittstellen von Jugendhilfe und Arbeitsmarktpolitik bestmöglich zusammengearbeitet wird. Auch darüber werden wir im Gesetzgebungsverfahren reden. Und deswegen wollen wir, dass dieses Coaching die individuelle Situation von Familien in besonders guter Weise in den Blick nimmt. Passgenau bedeutet aber auch passend für die regionale Arbeitsmarktsituation. Da ist schon im Gesetzentwurf einiges im Regierungsverfahren konkretisiert worden, wenn es um die Beiräte geht. Aber wir nehmen auch sehr ernst, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber, also die Sozialpartner, gemeinsam gesagt haben, da möchten sie noch ein Mehr an Mitwirkung vor Ort in Kenntnis des Arbeitsmarktes. Ich denke, darüber können wir im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens reden. Ich will auch eingehen auf das Thema Lohnbezug. Der Minister hat es angesprochen. Wir wissen, dass das uns im parlamentarischen Verfahren weiter beschäftigen wird. Wir nehmen die Argumente, die dazu vorgetragen sind, ernst und sagen gleichzeitig, wir haben uns gemeinsam im Koalitionsvertrag in Kenntnis dieser Diskussion anders entschieden. Aber es geht natürlich darum, auch Arbeitgeber zu gewinnen, die Instrumente zu nutzen. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, sage ich genauso offen, aber auch der, bei einer über 5 Jahre angelegten, sehr großzügigen Förderung, ob wir eigentlich wirklich von einer Förderlücke reden dürfen
weil wir damit unterstellen, dass der Wertschöpfungsbeitrag der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Bereich gleich null ist. Denn mit Verlaub, eine Förderlücke beim Arbeitgeber entsteht nur, wenn wir unterstellen, dass über die gesamten Förderzeitlauf diese Arbeitskraft, der wir Sinnstiftung durch Arbeit vermitteln wollen, keinerlei Beitrag zur Wertschöpfung erbringen kann. Ich glaube das nicht, aber ich glaube, dass es sich lohnt, diese Argumente in einem Verfahren zu erörtern, sachlich zu erörtern. Insofern freue ich mich auf die Beratung über einen guten Gesetzentwurf, den wir gemeinsam sicher noch besser machen können. Eine gute Nachricht für Langzeitarbeitslose in Deutschland. Das Wort hat der Abgeordnete Pascal Kober für die FDP.